Angriff auf die Sentinel. Materialschlacht. Wir sind immer noch bei Titanfall in der Kampagnenstory. Werden wir wieder auf der Seite der IMC oder der Miliz kämpfen? Wir werden es gleich sehen. Hier hinten war noch ein Haufen Gegner. Wo sind die denn alle hin? Hey, ich hab den neu treten. Hier unten. Dann kommen wir mal jetzt wieder zurück, wenn er schon mal da ist. Wo? Oh.
Shit, den hätte ich beinahe gehabt. Oh. Vorsprung aus. Wir müssen das Blatt auf der Stelle wenden. Das war jetzt unschön. Könnte die KI auch mal mitkämpfen und nicht hier bis hingammeln? Ja, keine Chance. Ihr Ersatzteil ist startklar. Warte auf Ihr Signal. An alle Einheiten, die Miliz baut ihre Führung aus. Strengt euch gefälligst an. Nö, Chance. Die ballern einfach so mit ihrer Rakete rein und dann ist instant down. Schilde sind bei 50%. Sir, sie visieren die Sentinel wieder an. Auf Einschlag vorbereiten. Hier brauchen wir gerade eine Menge Betrieb. Ersatzzeiten online. Warte auf Ihr Signal. Piloten, die Miliz baut ihren Vorsprung aus. Wir müssen das Blatt auf der Stelle wenden. Und noch sind Titan. Hey, die haben ja Alpe noch Titans hier, was ist hier los? Und man fliegt natürlich ins Leere. Auch zu genial. Trotzdem, dass der kaputt ist, ich kann nämlich noch kriegen, ist der Wahnsinn. Eben wurde ein feindlicher Titan durch Unterstützungsfeuer neutralisiert. Verstanden, ich hab's für die Schadenseinschätzung auf Band. Achtung, die Ersatzteilen sind 15 Sekunden einsatzbereit. Oh, da oben war er. Na, ganz toll. Sir! Aufgeschildert.
100%. Die Geschützbatterie zielt wieder auf die Sentinel. Steuerbord 6 in die Rettungskapsel. Auf Einschlag vorbereitet. Noch so einen Volltreffer überstehen unsere Schilde nicht. Piloten, ich brauche jetzt vollen Einsatz. Sie müssen mir helfen, dieses Schiff zu landen. Ihr Ersatzteignis startet da. Warte auf Ihr Signal. Ich störe mich trotzdem noch. So geht's natürlich auch. Und das war's wieder. Wir haben leider verloren, aber Stufe 90. Wunderschön. Da sind wir wieder mit Drachenland. Sieht schon sehr interessant aus.
Und wir sind wieder auf der Milizseite. Die AMC kontrolliert alle Hardpoints und hat mich wieder ausgesperrt. Schalt und so wie es aussieht, ein laufendes Match. Die AMC baut ihren Vorsprung aus. Wir müssen einen Zahn zulegen und zwar sofort. Nee, geht's doch nicht. Oh, von hinten schon. Ja. Ne, von oben kam er. Ja, ernsthaft. Hinterrücks. Okay, Hardpoint Charlie ist unter Kontrolle. Schalt mich jetzt noch auf Alpha und Bravo, um den Zugriff zu beschleunigen. Sie bauen ihren Vorsprung aus, Mann. Oh. Wenn du was dagegen tun willst, solltest du dich beeilen. Drei Kills, drei Feindkills und... Alle Einheiten, Mission abbrechen. Massive Energiespitze im Reaktorkern. Er wird jeden Moment... Wir sind die vierte Folge. Aber wir haben verloren, schon wieder. Sie zerstören die Basis. Alle Innenräume meiden. Detonation in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Hoffentlich haben wir was Brauchbares. Alle Mann zum Evakuierungspunkt. Los. Da war ich gerade. Ich sag mir, es war nicht völlig umsonst. Ja, wir haben eine Menge Daten, aber es wird dauern, sie alle durchzusehen. Wir schaffen das, Bisch. Das tun wir immer. Und da war ich. Sollen wir noch da hochkommen? Was für drei Piloten hätte ich auf der Lehre mitgenommen? Woher zum Teufel wusste die IMC, dass wir hier sind? Graves und ich haben vor 15 Jahren Planspiele angeschaut. Okay. Sehr verwirrend gerade, aber immerhin würde ein Level Upgrade. Die drei Türme, Materialschlacht. Wir sind anscheinend wieder bei Milizia. Beschäftigt die IMC in diesem Bereich. Ich kümmere mich um die Türme. Da wären wir. Viel Glück.
Helikopter zugeschaltet. Wir beschäftigen sie hier. Da springt die Sarah einfach so raus und lässt uns allein. Das wird eine Materialschlacht. Wir müssen die AMC ausschalten, während Sarah sich um die Türme kümmert. Viel Glück. Hey Leute, Sarah kann nicht überall gleichzeitig sein, deshalb müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Bei dieser Mission läuft die halbe Produktion über mich. Also nervt mich nicht, ich hab nämlich einen scheiß üblen Kater. Warte aus. Oh, da drüben war ja noch einer. Hier gelandet. Hey, dein Titan ist in 60 Sekunden bereit. Irgendwo ein Gegner sein. Titan ist bereit. Fordere ihn ab. Wir bauen unseren Vorsprung auf die IMC aus. Großartige Arbeit. Oh, das ist Shitstorm, schießt auf mich. Oder auch mal mit Titan mit fungieren, ja. Kannst du abhauen?
Der Weg zum Hauptturm ist blockiert. An den komme ich jetzt nicht mehr ran. Sarah, ich schicke dir die Koordinaten eines der Flugfelder. So müsstest du deinen Verfolgern entkommen. Wenn du eine IMC-Zugangskonsole knacken kannst, können wir den letzten Turm vielleicht noch lahmlegen. Wo sind sie denn auf einmal? Sieht gut aus. Schalte die restlichen IMC-Truppen aus. Finde eine Jäger-Startkonsole. Ich kann das System für Remote-Aktivierung per Eispickel konfigurieren. Okay, Bisch, alles klar mit der Konsole. Jetzt sehe ich aber zu, dass ich von hier verschwinde. Viel Glück! Schaffst du das, Bisch? Kommt drauf an, wie viel Zeit wir noch haben. Aber ja, ich krieg das hinweg. Verbündeter Pilot ausgestiegen. Du entkommst mir nicht, mein Freund. Piloten, alle Türme sind deaktiviert. Nehmt euch vor den Tieren in Acht. Die machen keinen Unterschied zwischen euch und der IMC. Gute Arbeit. In einer Stunde geht's nach Dimitar. Höchste Zeit für den Showdown. McAllen out. Bisch, stell mich zur IMC durch. Können Sie mich hören, Graves? Sie wissen, was jetzt kommt. Ein brutaler Angriff. Aber so muss es nicht enden. Es ist viel passiert, seit Sie vor 15 Jahren diese Uniform trugen, Mac. Diesmal entkommen Sie mir nicht. Haben Sie bei der IMC wirklich etwas bewirkt, Marcus? Oder sind Sie einfach nur in der Firma aufgegangen? Ich sehe nur Blut vergießen. Es hat sich nichts geändert. Und geschafft. Dann lassen Sie uns rausfinden, wer recht hat und wer stirbt. Wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Dann sehen wir uns doch gleich im nächsten Match wieder.